Da wir die Kombination wahrscheinlich noch nicht finden können. Unter der Diele war ein kleiner Safe mit einem elektronischen Schloss. Ah ja. Konto aus. Ach, guck mal an, wir können doch was versuchen. Telefon. Telefonnummer, genau. Vielleicht entsprach die Telefonnummer der Kombination. Aber das war leider nicht der Fall. Dann versuchen wir es mit dem Kontoauszug. Komm. Vielleicht glich die Safe-Kombination den Zahlen auf dem Kontoauszug. Aber diese Hoffnung erstarb, sobald ich die Zahlen eingab. Mist. Ah. Ja, genau, Mist. Finde ich auch. Ja, weiß ich nicht. Können wir uns hier noch ein bisschen umgucken? Finden wir noch was? Ich möchte eigentlich ungern jetzt gehen und dieses Rätsel ungelöst lassen. Denn vielleicht brauchen wir das, was in dem Safe ist. Oder die Beatrice kann uns weiterhelfen. Und die kennt irgendwie ein bestimmtes Datum oder so. Da können wir rausgehen, ja. Aber hier ist nichts mehr, ne? Ich denke, wir haben alles genau durchsucht. Und was anderes können wir nicht mehr anwählen, ne? Ich hätte willkürlich Zahlen eingeben können, aber dann hätte es Wochen gedauert, die Kombination zu finden. Ja gut, wenn du das sagst, dann gehen wir erstmal raus. Wir können ja wahrscheinlich nochmal wieder Vernons Wohnung betreten, gehe ich mal von aus. Und hoffen mal, dass wir die Kombination auch finden. Ich bin mal gespannt, was er da hat. Irgendwelche Hinweise vielleicht auf seinen Mörder, auf seinen Auftraggeber. Da hat doch die Tussi Tatsache die Festplatte mitgenommen. Das ist ja... Ja, schon schlau, aber blöd für uns, ne? Mal gucken. Ich würde sagen, wir versuchen mal in den Park zu gehen. Dort, wo diese Beatrice sich mit Vernon treffen wollte. Mal gucken, ob das hier so wie in den Vorgängerteilen ist, dass man so eine große Karte hat, wo man praktisch anklicken kann, wo man als nächstes hin möchte. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das hier so auch läuft. Ladesequenzen sind ein bisschen lang, gebe ich zu. Aber gut, ist ein PlayStation 2 Spiel, ne? Da kann man das verschmerzen. So, jetzt wollen wir mal runtergehen hier. Achso, jetzt muss ich weiter lenken. Gut. Da, ach, kann ich da noch reingehen? Ach, guck mal an. Ja, dann gehen wir doch in die Wohnung drunter. Mal im Horchen. Ich hörte keinerlei Bewegung auf der anderen Seite der Tür. Gut, dann gehen wir rein. Die Tür war verschlossen. Natürlich. Dann hängen wir jetzt in der Wohnung fest, oder was? Hä? Oder können wir wieder... Die Tür war nichts Besonderes. Dann können wir vielleicht wieder mit der Karte weiterkommen. Ja. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Gut. Mit der Patronenhülse wird auch schwierig. Nee, das hat irgendwie wenig Sinn. Kontoauszug. Können wir den nochmal genauer angucken? Laut Kontoauszug war Vernon Blier ziemlich knapp bei Kasse. Naja. Vielleicht hatte er deshalb seine Geschichte verkaufen wollen. Es war die Karte, die ich bei der Leiche gefunden hatte. Seine Telefonnummer war 01-23-74-80-19. Vielleicht können wir das mal kombinieren und sie entdeckt irgendwie eine Gemeinsamkeit. Ist so. So. Das scheint nicht zu funktionieren. Na gut, dann kommen wir hier nicht weiter. Wozu kann man denn bitte hier runter? Ach, da ist noch eine Leiter. Gut. Gut. Ach, das sind Mülltonnen. Mülltonnen sind immer gut zum Durchsuchen. Oh, geht schon los. Im Zweifelsfall durchsuche man den Müll. Genau. Aber ich fand nichts Interessantes. Also, toll reingeguckt. Es war eine gewöhnliche Mülltonne. Was ist hier? Irgendwo hier musste es einen Hinweis geben. Aber da drin nicht. Hier liegt eine Zeitung, oder was ist das? Es war nur eine alte Zeitungsseite. Ja, nimm mit. Manchmal können einem die merkwürdigsten Dinge nützlich werden. Richtig, deswegen gucken wir da mal eben drauf. Was steht denn da? Es war die erste Seite einer alten Zeitung. In der Zeitung standen weitere Berichte über seltsame Wetterphänomene auf der ganzen Welt. Okay. Naja, das sagt mir jetzt gerade erstmal nix. Da, oh, was ist das denn? Das Abflussrohr sah alt aus, aber stabil. Können wir da hochklettern, oder wie? Ach, guck an. Wo willst du jetzt hin? Hä? Okay. Und was bringt uns das?
Das kaputte Rohr konnte ich jetzt nicht mehr zum Klettern benutzen. Ach so, das sollte praktisch nur so eine... Das Rohr war gebrochen. So eine kleine Zwischenanimation werden. Ich dachte, was bringt denn das, wenn wir da hochklettern? Na gut. Jetzt sind wir hier auf dem Hinterhof. Da könnten wir nochmal in die Tür reingucken, wenn das denn geht, oder ist sie zu? Ich konnte die Tür nicht öffnen. Okay. Was ist das hier für eine Tür? Das Tor war verschlossen. Alles dicht und zugenagelt hier und... Gut, dann gehen wir mal auf die große, weite Straße hier hinaus. Oha. Jetzt können wir... Oh Gott, jetzt können wir... Jetzt gehen wir erstmal hier unten lang. Oh, jetzt können wir aber... Gegenden untersuchen. Oh, was... Ja, wo gehen wir jetzt als nächstes lang? Oh, noch eine Kreuz... Ja, genau! Ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, wo wir lang sollen. Und Autos fahren hier auch lang. Geil. Was bist du denn da für einer? Hast du was gesehen? Vielleicht eine Frau, die hier lang gelaufen ist. Wollen wir mit dir reden? Hey! Lauf doch nicht weg! Bleib doch mal stehen! Kann nicht angehen. Was ist hier? Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Ja. Junge, bleib doch mal. Er kommt wieder, das ist gut. Ich wollte mit dir reden, wenn es möglich ist. Hallo. Oh, hallo, schöne Frau. Suchst du was? Vielleicht. Dann bist du hier richtig. Bei dir bin ich richtig, wie? Allerdings. Warst du vorhin auch schon hier? Ich bin schon eine ganze Weile hier. Oh, das ist gut. Ich bin Journalistin und muss dir ein paar Fragen stellen. Ja, fragen wir doch erstmal nach der dunkelhaarigen Frau. Hast du vorhin eine Frau vorbeirennen sehen? Glaube nicht. Normalerweise gehen Frauen an dieser Ecke langsamer. Wahrscheinlich fassen sie nicht, was sie hier zu hören kriegen. Was? Ich habe gesagt, das glaube ich gern. Du könntest es bei Parknase probieren. Was ist das für eine? Eine. Die Politesse. Der entgeht nichts. Parknase. Gut. Fragen wir die gleich. Was ist das mit diesem... Also, warum sollen wir ihm unserem Ausweis zeigen? Ich möchte mir erstmal nach Vernon fragen. Kennst du zufällig einen gewissen Vernon? Den Hacker? Ja. Der ist cool. Hängt immer mit seiner Freundin im Park ab. Wo ist der Park? Darunter, wo Parknase abhängt. Wegen Vernon. Ja? Jemand hat ihn umgebracht. Erschossen. Oh Mann, wie blöd. Naja, in diesem Viertel überleben nur die Furchtlosen. Wie blöd, ne? Ja, ist echt blöd. Patronenhülse. Kennt er sich bestimmt mit aus, der kleine Gangster. Hast du schon mal eine Patronenhülse gesehen? Klar. Sie stammt aus einer echten Pistole. Nichts Besonderes. Für das Opfer schon. Ja, dann zeig ihm doch mal den Ausweis, falls er Hinweise hat oder so. Du solltest dir einen neuen Fotografen besorgen, Schätzchen. Oh, meinst du? Schau mal in meinem Atelier vorbei. Das ist ein ganz schön, vorlautes Bürschchen. Na, wo ist deine Gang? Was? Ein großer Kerl wie du muss doch eine Gang haben. Oh ja, klar. Zwei sogar. Wahnsinn. Und du? Hast du auch eine Gang? Oh ja, aber ich rede nicht gern drüber. Verstehe. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Und dann sagt sie zum Schluss, danke für Ihre Hilfe. Wahrscheinlich haben sie vergessen, den Begrüßungssatz zu sprechen und haben sie das aus irgendeiner anderen Unterhaltung rausgenommen. Ist ja geil. So, was ist mit dir, liebe Frau? Guten Tag, Madame. Guten Tag. Ich habe genug von dieser Schufterei, sag ich Ihnen. Tag ein, Tag aus, die gleiche Plackerei. Warum geben Sie es da nicht auf? Aufgeben? Was fällt Ihnen ein, mir zu sagen, ich soll meine Arbeit aufgeben? Ich dachte... Sie dachten wahrscheinlich, Sie wären zu gut für unser Eins. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte nicht... Ich war früher Tänzerin, wissen Sie? Im Moulin Rouge. Na, oh. Was sagen Sie jetzt? Das ist ja wundervoll. Aber Alphonse war natürlich dagegen. Ich will nicht, dass du halb Paris deine Unterhosen zeigst, hat er gesagt. Such dir eine anständige Arbeit. Also habe ich dort gekündigt. Ein wahrer Vorreiter der Gleichberechtigung. Er war ein Engel. Und ich lasse nichts auf ihn kommen. Ja, dann fragen wir Sie doch mal nach der dunkelhaarigen Frau. Haben Sie kürzlich eine dunkelhaarige Frau gesehen? Nein. Aber vielleicht kann Ihnen unsere reizende Politesse helfen. Sie weiß immer über alles Bescheid. Parknase. Wo finde ich sie? In der Nähe des Parks. Und Vernon kennt die bestimmt nicht, die Alte, oder? Kennen Sie einen jungen Mann namens Vernon? Ich habe keine Ahnung, worauf Sie da anspielen. Ich bin eine verheiratete Frau. Oh. Aber unter uns, als ich noch tanzte, war das natürlich etwas anderes.
Ja, ist klar. Presseausweis. Das passiert uns allen, ohne Ausnahme. Was meinen Sie damit? Sehen Sie sich das Foto an. Sie haben ganz schön abgebaut. Das hört ein Mädchen am liebsten. Ja, gut. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Au revoir. Au revoir. Können wir hier rein? Nein. Also bisher konnten uns die alle nicht weiterhelfen, die wir hier ansprechen. Das ist natürlich toll. Aber wir gehen trotzdem mal die Straße hier weiter ab. Vielleicht finden wir noch irgendwas Schönes. Da ist eine Tür, die wir vielleicht öffnen können. Oh, wir kommen mal irgendwo rein. Wo sind wir denn jetzt drin? Okay, es wird erstmal geladen. Sah wie was Größeres aus. Vielleicht irgendwie so ein Lokal oder so vielleicht. Aber die wird ja sicherlich nicht die Zeit genommen haben und dann noch essen gegangen sein vorher oder so. Die dunkelhaarige Frau. Ah, die werden wir schon irgendwie noch aufspüren. Ich bin mal gespannt, ob die Fälle wirklich noch zusammenhängen. Und warum wir George noch wieder treffen oder so. Das muss ja noch zusammenführen. Die beiden müssen sich ja wahrscheinlich noch treffen. Bin gespannt, wie das dann vonstatten geht. Weil momentan hat das ja irgendwie noch nichts wirklich miteinander zu tun. Jedenfalls sehe ich noch keine Verbindung. So, da hätten wir eine Tür, da hätten wir wieder einen Balkon. Aber diesmal gehe ich nicht über den Balkon, glaube ich, oder? Ach so, ach, ihr seht das erst. Jetzt sind wir ja hier. Ah. Können wir da rein jetzt? Die Tür war fest verschlossen. Ja. Okay, da ist Vernons Büro. Und was ist auf der anderen Seite hier? Die Tür war abgeschlossen. Okay. Dann können wir jetzt hier nichts machen. Okay, dann wissen wir Bescheid. Hier kommen wir also in die Wohnung zurück. Gut. Wir müssen irgendwie diese Kombination rausfinden. Ich bin am Überlegen, wie am besten. Wir sollten am besten doch in den Park gehen und mit... Wie hieß die Parknase, ne? Mit Parknase sprechen. Und mit der Freundin. Die wartet vielleicht auf Vernon. Und die kann uns vielleicht weiterhelfen. Vielleicht hat die irgendwie, keine Ahnung, irgendein Datum oder so, was ihm wichtig war. Oder genau, der Tag, wo sie sich kennengelernt haben. Irgendwie sowas. Das könnte gut sein. Die weiß bestimmt was über den Code im Safe. Ich bin auch gespannt, was da drin ist in dem Safe. Das macht mich jetzt so ein bisschen nachdenklich gerade. Rätselt ruhig mit, meine Freunde. So, das haben wir also. Oh, ist da noch was oder ist hier Sackgasse? Da könnten wir auch reingehen. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Sie war abgeschlossen. Ja, so wie fast jede Tür hier. Da ist noch eine Tür. Die ist aber auch zu, ne? Ich konnte die Tür nicht öffnen. Jojo. Okay, dann sind wir hier durch, wenn wir diese Tür noch abgecheckt haben. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Und du wiederholst dich, meine Liebe. Mir fällt gerade ein, ich könnte ja auch mal laufen, ne? Das habe ich irgendwie ganz... verbaselt. Da hinten, ich weiß gar nicht, können wir hier weitergehen oder ist da Schluss erstmal? Ich überlegte, ob ich woanders hingehen sollte. Ach, wir können in Nikos Wohnung gehen. Nee, wir bleiben erstmal noch kurz hier. Aber dann beschloss ich zu bleiben. Cool gemacht. Gefällt mir. Ich will nochmal auf die andere Seite gucken. Hier so, ob da noch was ist. Und wenn da nichts ist, dann können wir mal zu ihrer Wohnung gucken. Guck, ob die auch so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit der Wohnung aus Teil 1, wenn sie da immer noch wohnt. Das könnte ich, glaube ich, noch wiedererkennen. Ich konnte die Tür nicht öffnen. Alles dicht hier. Da könnten wir wahrscheinlich wieder weggehen. Ah, da ist noch eine Frau hier, oder wer ist das? Bonjour. Ah! Ja? Könnten Sie mir wohl helfen? Das glaube ich kaum. Außerdem bin ich im Dienst. Ziemlich ruhig heute. Heute ist Sonntag. Was haben Sie denn erwartet? Das erklärt auch, warum viele Türen geschlossen sind. Ja, fragen wir mal Parknase nach der Frau. Haben Sie kürzlich eine dunkelhaarige Frau gesehen? Nein. Sind Sie ganz sicher? Ich achte auf Autos, nicht auf Leute. Ich muss sie finden. Sie hätte mich fast getötet. Wie schrecklich dramatisch. Das war es tatsächlich. Bitte, ersparen Sie mir die Geschichte. Was ist denn das für eine Politesse? Hör mal. Na gut. Dann zeigen wir ihr mal die Patronenhülse, wa? Sehen Sie sich das an. Interessant. 12 mm und erst kürzlich abgefeuert. Das stimmt, aber woher wissen Sie so viel über... Feuerwaffen? Sagen wir einfach, ich war nicht immer Politesse.
Was können Sie mir noch darüber sagen? Den Bodenstempel nach in Prag hergestellt. Und die Pistole selbst? Die neue Magnum, wenn ich mich nicht täusche. Das erkennen Sie alles anhand der Patronenhülse? Man muss nur wissen, worauf man achten muss. Sie stammt aus der Pistole der Frau, die mich umbringen wollte. Das ist keine Handtaschenwaffe. Ich glaube, Sie haben es mit professionellen Killern zu tun. Können Sie mir helfen? Schießen Sie los. Ach, kleiner Scherz. War witzig. Komm, wir fragen jetzt nochmal nach dem Opfer. Kennen Sie zufällig einen jungen Programmierer namens Vernon? Hat er ein Auto? Nicht, dass ich wüsste. Dann habe ich ihn höchstwahrscheinlich nie kennengelernt. Ja. Nochmal nach der Frau fragen. Haben Sie vorhin eine dunkelhaarige Frau hier vorbeirennen sehen? Hat sie die Schüsse abgefeuert? Ja, genau. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Leider. Na gut, dann zeigen wir nochmal den Ausweis und dann gehen wir. Pah, was beweist das schon? Jeder Idiot kann sich einen gefälschten Ausweis basteln. Stimmt, aber nur ein Vollidiot würde sich als Reporter für meine Zeitung ausgeben. Das ist nicht verkehrt, ja. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen.